Im Fokus der Kritik steht der aktuelle Präsident Pedro Pablo Kuczynski, der die Entscheidung aus humanitären Gründen mit dem schlechten Gesundheitszustand Fujimoris begründete. Kritiker werfen ihm einen schmutzigen Deal mit Fujimoris Sohn vor, dieser habe vergangene Woche entscheidend dazu beigetragen, dass die Opposition nicht genug Stimmen für die Amtsenthebung Kuczynskis im Kongress zusammenbekam. Fujimori war 2007 unter anderem als Mitverantwortlicher für 25 Morde während seiner Amtszeit, 1990-2000, verurteilt worden und bekommt nun 15 der 25 Jahre Haft erlassen. Der Ex-Präsident gilt als herzkrank.